Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Assassin's Creed Origins. Wir haben da vorne dieses wunderbare, wenn ich wunderbar sage, meine ich nicht so cool. Ich sehe nun nicht verfügbar, halte ich für einen Witz. Dieses wunderbare Banditencamp. Ich würde gerne nochmal versuchen, das Ganze mit dem Bogen so ein bisschen zu klären. Von dort oben aus am besten, denke ich. Und gibt's ja eigentlich sonst gar nichts. Doch, irgendwas gibt's ja noch in dem lustigen Camp. Irgendwo dort. Aha. Ah, seht mal einer an, da gibt es einen Hintereingang, wie es aussieht. Achso, ja, das wissen wir ja, dass man da runter kann. Das ist ja jetzt nichts Neues für uns. Aber wir wollten ja hier die Banditen irgendwie klar machen. Und dazu würde ich super gerne nochmal hier auf den Felsen hinaufklettern. Und versuchen, das Ganze von hier aus zu regeln. Vielleicht möchte ich irgendwie so einen Brennbahn benutzen. Ups. Ah, den kriege ich leider nicht mit einem Pfeil erledigt. Sein Begleiter allerdings schon. Ups. Oh, jetzt weiß er, wo ich bin. Na, uncool. Wo ist er denn? Da. Ja. Toll. Da war mein Block scheinbar nicht gut getimt. Hopp, hopp, hier hoch. Au, der wirft. Wieso wirft denn der? Okay, der hat keine Ahnung, wo ich bin. Aber er wird bestimmt gleich nachgucken kommen. Und dann versuchen wir mal ein kleines Attentat auf ihn zu verüben. Where are you? Ja, wo bin ich? In der Tat. So, das dürften alle gewesen sein, oder, Senu? Senu sagt, jupp. Das heißt, wir haben jetzt nur noch die Höhle und da sind irgendwelche Viecher drin. Ich weiß gar nicht mehr, was für Viecher. Ja, Pfeile, wichtig. Die könnten gleich nochmal eine Rolle spielen. Löwe. Tut mir immer leid, die Viecher einfach so zu erledigen. Aua. Der kann einfach so. Jetzt lass mich doch hier mal. Ja.
Ah, oh, da war ich zu kurz. Mit dem Angriff. Ich glaube, ich kletter gleich mal auf den Baum oder so. Ah, komm schon. Lauf. Ah, böser Löwe. Ah, ich mich wieder mit dem Löwen angelegt. Ohne zu berücksichtigen, dass er viel krasser ist als ich. Jetzt rennt er weg. Nach irgendwo, wo ich ihn fast nicht erwische. Ja, hier hoch würde ich gerne. Ach, weil. Spring doch einfach mal. Ja, genau. Ah, der ist da, glaube ich, hinter so einer Felsnase irgendwie, ne? Blöd. Okay, also das hätte schon mal gar nicht geklappt mit dem Löwen. Ach, der ist da in die Höhle reingerannt. Ah, Hyänen. Ja, gut. Sollen die sich mal kurz um den Löwen kümmern, während ich hier plündere? Das passt schon. So, was haben wir denn hier? Unser Lager am weit nördlich von hier hatten in letzter Zeit Probleme. Vielleicht sollten wir jemanden schicken, um nachzuforschen. Nördlich von hier im Wald, sagst du? Aha. So, dann ist es wohl an der Zeit, sich um die Höhle zu kümmern. Wo die Hyänen scheinbar immer noch mit dem Löwen beschäftigt sind. Ah, oh, sorry. Oh, da hängt einer. Ich kann nur ganz schlecht direkt nach unten schießen. So, sind da noch mehr? Eigentlich müssten da noch welche sein, ne? Na, guck mal, da hinten sind die hingerannt. Aber die kommen wieder. Da bin ich mir relativ sicher. So, hier da in der goldenen Kiste wird wahrscheinlich das Schwert sein. Oh, Eisen. Sehr gut. Die Hyänen bringen nur normale Haut. Keinen wertvollen Pelz. Gibt Sinn. Aber falls ich mal wieder Hyänenohren brauchen sollte, habe ich jetzt. Ein Pfeil fehlt mir irgendwie noch. Na gut, da kann man nichts machen. Thank you, dearest goddesses. I will use this to keep the faith. Echt? Werden wir das? Wir können uns das einmal anschauen gerade. Unsere frisch erworbene Ausrüstung. Das Beste kommt schon mal weg. Knochenbrecher. Macht weniger Schaden. Macht genauso viel Adrenalin beim Töten. Ne, ich würde sagen Knochenbrecher. Wird zerlegt. Da bekommen wir ein bisschen Eisen. Und dieses wunderbare Schwert. Sieht zwar geil aus. Wir behalten es erstmal. Ich glaube, ich kann damit tatsächlich gar nichts anfangen. Habe ich mein Schild irgendwann schon mal... Nee, den müsste ich mal upgraden. So, ein Raubtierbogen.
Oh, der macht viel mehr Schaden. Aber ja, ich glaube, ich werde mal auswechseln, ne? So, den hier weg damit. So, dann sind wir hier durch, denke ich. Ist die Quest eigentlich auch durch? Jupp, sieht so aus. Wow, wir haben tatsächlich. Welches ist denn die nächste, die wir hier machen? Die Hyäne. Vorher schauen wir nochmal auf die Karte. Hier können wir uns noch so ein paar Sachen angucken. Das machen wir vielleicht, oder? Hier diese beiden Fragezeichen noch mitnehmen. Das ist eine Nebenquest. Stufe 31. Das ist noch nicht so richtig was für uns. Aber hier auf dieser Insel, die beiden Teile können wir uns ruhig angucken, finde ich. Da ist eine Stufe 13 Nebenquest. Ja, hier hinten, das können wir halt noch ein bisschen abgrasen. Das haben wir irgendwie noch nicht so richtig gemacht. Und dann gucken wir aber mal zwischendurch, was denn hier irgendwas neu hier angeblich. Ah. Brustschutz. Wir können uns einen neuen Brustschutz herstellen. Na, machen wir das doch. Ah, und damit ist er auch lila. Sehr schön. Ja, hier diese Nebenquest, diese Fragezeichen machen wir noch. Und dann schauen wir uns die Hygiene an, würde ich sagen. Einfach nur, weil wir es können. So setze ich eine Markierung. Oh, geht's hier weiter? Nee. Kein echter Spalt. Wollen wir entlang? Dort hinten. Also, Schwert haben wir uns geschnappt. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt mit dem Schwert eigentlich wollen. Nix, denke ich, ne? Wäre cool gewesen, wenn es da irgendwie so eine Anschlussstory oder sowas gegeben hätte. Gibt es aber irgendwie gar nicht. Verlassene Triere. Oh. Was es hier wohl zu entdecken gibt. Bestellung einer Statue. Samoth, ich verstehe deine Bedenken, aber es ist mir ehrlich gesagt egal. Pack die Statue auf das Schiff und sorg dafür, dass sie rechtzeitig geliefert wird. Sonst schicke ich dich vorzeitig ins Jenseits. Das ist aber voll nicht nett. Was für eine Statue haben die denn hier? Du bist keine Statue. Haben die denn hier draufgepackt? Und wo ist diese Statue hin? Da unten. Auf dem Grund des Flusses. Oh, Krokodil. Irgendeine olle Axt haben wir bekommen. Sieht so aus, als wenn das Krokodil gar nicht tauchen könnte. Wo ist denn die lustige Statue eigentlich, die sie transportieren wollten? Die sehe ich gar nicht. Ach, hier? Nee. Das ist irgendwas Natürliches.
Ja, keine Ahnung, wo die Statue ist. Brauchen wir noch für irgendwas Leder bestimmt, ne? Oh. Okay, alles klar. Ich bin dann mal woanders. Ja, habt ihr gesehen, wie wenig Schaden wir gegen dieses Krokodil gemacht hätten? Das war wohl mega unverschämt. Achso, hier hinten gibt es auch noch was. Wie komme ich denn da hin am schnellsten? Ein Boot. Da vorne ist ein Boot. Auf sowas hatte ich ja gehofft, dass es hier irgendwo ein Boot gibt. Da fliegen wieder die Vögelchen davon. Irgendwie bisher hatte ich immer so den Punkt bei Assassin's Creed Spielen, wo sich das Ganze ja so sehr repetitiv gespielt hat. Also die Abwechslung einfach ein bisschen gefehlt hat. Den hatte ich hier bis jetzt noch gar nicht, muss ich sagen. Einfach weil die Landschaft auch so richtig cool ist. Die Welt wirkt halt viel lebendiger als in den anderen Assassin's Creed Teilen. Ja, wobei ich sagen muss, dass ich, wie hieß denn das? Revolution? Das in Frankreich jedenfalls. Das habe ich ausgelassen. Weil ich das Setting einfach irgendwie uninteressant fand. Ein Löwenbau, ah, das ist doch genau mein Ding. So, dann schleiche ich mich mal in diesen Busch. Dann fragen wir mal Senu, was hier abgeht. Da ist der Masterlöwe, okay. Okay, wir haben hier also ein paar schlafende Löwen und so. Und hier oben haben wir hoffentlich, das hier sieht erkletterbar aus, haben wir hoffentlich eine, oh, okay. Das war Becky Jack. Der funktioniert jetzt nämlich so, dass man einfach nur A drückt. Oben gibt es eine kleine Quelle, beziehungsweise stagnierendes Wasser, wie es aussieht. Ich glaube, mit dem Bogen wird das aber nichts. Da brauche ich schon ein bisschen heftigeres Geschütz. Ich brauche doch noch ein paar Löwenfälle. Da rennen die halt immer weg. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern richtig weit. Ach, es ist wieder deprimierend hier. So, wo ist denn der Monsterlöwe, den ich hier erlegt habe? Weg. Okay. Hier drin ist natürlich auch kuschelig. Hier ist eine Gazelle. Da ist der Monsterlöwe, den ich erlebt habe. So, und wer will jetzt was hier von mir? Du. So. Pfeil ausgewichen.
Okay, wir hauen erstmal fünfmal daneben. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Drüben ist wahrscheinlich irgendjemand in Not, oder? Jo. Mal sehen, ob wir dem Mann helfen können. Ne, können wir nicht. Sorry, Mate. Vielleicht können wir das Flusspferd ablenken. Jo, das geht. Aber mehr ist nicht drin. Sorry, tut mir leid. Hab mein Bestes gegeben. Und gleich wird das Flusspferd das Beste von mir. Nehme ich meine Rückseite. Ah! Hoch, Ayek, hoch. Flusspferde können nicht klettern. Die haben keine Daumen, um sich festzuhalten. Haha. So, ist der Typ hier entkommen oder wie sieht's aus? Ups. Ich hoffe, er ist entkommen. Er konnte auf jeden Fall irgendwo hinschwimmen. So, ich glaube für heute ist die Folge leider schon wieder um. Wir werden hier unten so ein bisschen rumkacheln. Ja, nee, nach hier wollen wir noch nicht. Aber hier oben, das wollen wir uns halt noch angucken. Diese kleinen Nebenquests machen beim nächsten Mal. Und für heute war es das schon wieder, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch. Können wir was bauen oder was ist hier los? Ausrüstung? Ach so, wir haben ja ein Dings bekommen. Eine bronzene Epsilon-Axt. Ja, nee. Brauche ich also überhaupt nicht. Woran mangelt es uns denn? An Eisen und Leder. Aber auch ein bisschen an Häuten. Ja, die Krokodile hier sind aber ein bisschen zu heftig. Das heißt, da müssen wir uns irgendwo anders mal drum kümmern. Für heute war es das auf jeden Fall, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.